Geschäft schnappt sich der Klimaschrecker gleich ein Einkaufswagen. Ich liebe Einkaufen, ruft er und ruckzuck füllt er sein Wagen voll. Sogar übervoll. Da liegen Getränke drinnen und ganz viel zum Naschen, Salziges und Süßes. Darauf stapeln sich Pizza, Händel, Schokoeis und Pommes, alles tiefgefroren. Und obendrauf liegen noch Bananen, eine Mango und eine Ananas. Stektor und Klimax schauen ihm zuerst einfach nur zu. Dann murmelt Stektor, ach du Schreck. Und Klimax fragt, du Klimaschrecker, magst du eigentlich auch Äpfel? Ja, voll gern, wieso? Weil Äpfel auch bei uns wachsen, Bananen aber nicht. Der Klimaschrecker wundert sich. Echt? Stektor weiß wieder einmal mehr und erklärt. Bananen, Mango und Ananas wachsen nur ganz weit weg von hier, wo es viel heißer ist. Und dieses Obst muss dann mit dem Flugzeug oder dem Schiff und dem LKW zu uns gebracht werden. Flugzeuge, Schiffe und LKWs verbrauchen aber Energie, also Treibstoff, wie zum Beispiel Diesel. Der Klimaschrecker runzelt die Stirn. Seine glitzernden Streifen in den Haaren fangen vor lauter Denken schon fast zum Glühen an. Dann legt er vorsichtig Bananen, Mango und Ananas zurück ins Regal und nimmt sich einen schönen, roten, knackigen Apfel. Klimax flattert aber noch immer um das Einkaufswagen. Was hast du denn da sonst noch in deinem Wagen? Der Klimaschrecker zeigt auf die bunt verpackten Sachen. Ich liebe die Verpackungen. Am liebsten habe ich die aus Plastik und Alufolie. Davon kann ich gar nicht genug bekommen. Schau, ich habe ja sogar in meinen Haaren Alustreifen. Das glänzt und glitzert ja so schön und raschelt auch so toll. Stektor findet die Alustreifen gar nicht so schön. Und weil er so klug ist, weiß er außerdem, dass die vielen Sachen, gerade die verpackten, der Umwelt gar nicht gut tun. Klimax versucht das dem Klimaschrecker zu erklären. Denk einmal an die Fische im Meer. Für die ist es richtig schlimm, dass so viel Plastik im Wasser schwimmt. Der Klimaschrecker kann es kaum glauben. Fische mögen kein Plastik? Klimax schüttelt traurig den Kopf. Fische glauben, dass Plastik Futter ist und deshalb fressen sie es. Weil es aber kein Futter ist, verhungern die Fische, obwohl ihr Bauch voll ist. Jetzt runzelt der Klimaschrecker die Stirn. Und darum soll ich weniger Plastik nehmen? Stektor ist froh, dass der neue kleine Freund das von selbst verstanden hat. Schon wieder muss er lächeln. Genau, weniger in Plastik verpackte Dinge. Und überhaupt weniger. Die meisten von diesen Dingen brauchst du ja gar nicht. Der Klimaschrecker bekommt noch ein paar Runzeln auf der Stirn, zupft an der Alufolie in seinen Haaren, denkt nach und... Ja, und dann legt er viele verpackte Sachen zurück und marschiert schnurstracks zur Kasse.